Kamera läuft. Verbundstudiengang Bachelor Angewandte Informatik, die erste, Take 1. Der Verbundstudiengang Angewandte Informatik im Bachelor richtet sich an junge Menschen und auch ältere Menschen, die sich dafür interessieren, ihre Karriere im Bereich der IT voranzutreiben oder aufzunehmen. Was lernen Sie bei uns im Verbundstudiengang Bachelor Angewandte Informatik? Nun, neben einer breiten Grundausbildung im Bereich aller informationstechnischen Themen, die Sie in der Praxis verwerten können, aus dem Bereich der Softwareentwicklung und des Systembetriebs, können Sie sich dann spezialisieren. Entweder in dem Bereich der Softwareentwicklung oder in dem Bereich des Systembetriebs von IT-Systemen oder neuerdings eben auch in dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Wenn Sie dieses Studium aufnehmen möchten, haben Sie entweder ein Fachabitur oder ein Abitur oder Sie haben schon längere Zeit im Bereich der IT-Berufe gearbeitet und sind ein sogenannter beruflich Qualifizierter. In diesem Fall sprechen Sie mich doch bitte direkt an und wir klären den Weg, wie Sie zu uns finden und hier studieren können. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie Spaß daran haben, eine Karriere im Bereich der IT für sich voranzutreiben. Möglicherweise sind Sie im Bereich der IT tätig und wollen dann doch mal Projektverantwortung und größere und spannende Projekte machen. Dann ist dieser Studiengang aufbauend auch auf Ihrer aktuellen Tätigkeit genau das Richtige, um höher qualifizierte Tätigkeiten wahrnehmen zu können. Oder Sie wollen eine Karriere im IT-Bereich aufnehmen. Ich glaube, das Einzige, was Sie mitbringen müssen, ist Neugierde und Interesse an informationstechnischen Fragestellungen. Ein typischer Studientag, ich glaube, den gibt es nicht. Sie müssen in zwei Bereiche unterscheiden. Einmal den Bereich des selbstständigen Arbeitens von Lerninhalten. Das ist ja nochmal typisch für einen Verbundstudiengang, dass Sie neben der Arbeit eben in den Abendstunden oder auch eben an einem freien Tag im Wochenende alleine oder eben auch mit Kommilitonen sehen Stoff anhand von entweder E-Learning-Kursen oder Lehrbriefen oder auch Lehrbüchern erarbeiten. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist 14-tägig, samstags dann die Präsenzveranstaltung hier an der Fachhochschule am Standort Iserlohn. Dort arbeiten Sie mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen. Schwerpunktmäßig werden hier natürlich Praktika und Übungen und Seminare durchgeführt. Und ganz wichtig ist uns hier auch, dass Sie Kontakt zu Ihren Mitstudierenden aufbauen, Lerngruppen bilden, damit Sie nicht alleine durch dieses Studium schreiten müssen. Typische Einsatzfelder. Nun, viele von Ihnen sind sowieso schon im Bereich der IT tätig und kennen das Tätigkeitsfeld. Entweder im Bereich der Softwareentwicklung oder des Systembetriebs oder halt auch modern der künstlichen Intelligenz. Durch dieses Studium qualifizieren Sie sich insbesondere für höherwertige, spannendere und interessantere Tätigkeiten in Projektleiterfunktionen und Teamleiterfunktionen. Aus der Erfahrung von vielen Fragen von Studierenden in den letzten 5 Jahren möchte ich Ihnen eins mit auf den Weg geben. Die Frage, die immer wieder kommt, ist, kann man dieses Studium tatsächlich bewältigen? Und die einfache Antwort ist ja. Denn wir haben in Regelstudienzeit oder auch nur mit einem Semester Verlängerung ganz viele Menschen, die dieses Studium erfolgreich abschließen. Und wenn Sie mich fragen, was ist das Erfolgsgeheimnis, was müssen Sie mitbringen und tun, damit es funktioniert, dann sage ich ganz gerne, es ist der Dreiklang. Es ist der Dreiklang zwischen Beruf, dem privaten Umfeld und dem Studium. Und die Herausforderung für Sie ist es, diese drei Aspekte Ihres Lebens in einen wohlklingenden Dreiklang zu bringen. Das klingt jetzt sehr metaphorisch. Die Herausforderung ist wirklich, dass Beruf es unterstützen muss, dass Sie studieren. Die Familie oder das soziale Umfeld muss es mittragen. Und dann wird es auch gelingen. Haben Sie Mut? Probieren Sie es.